Winston Golf. Das Golfmecker nahe Schwerin war ein idealer Austragungsort für die 7. Team-Europameisterschaften der Journalisten mit Kolleginnen und Kollegen aus 12 Nationen. Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern präsentierten sich dem internationalen Publikum von ihrer besten Seite. Mit einem Galadinner im Staatstheater Schwerin. Mit Gastgeber Lorenz Caffier, dem Minister für Sport und Inneres. Die in- und ausländischen Gäste zeigten sich dort ebenso begeistert wie bei den Ausflügen zu den Sehenswürdigkeiten an der Ostseeküste. In Führung nach Tag 1 der Europameisterschaft. Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm wussten natürlich auch die herausragenden Golfplätze in Winston zu gefallen. Beim sportlichen Wettstreit mit vielen kollegialen Begegnungen. Spannung pur, bis es feststand. Das Wunder von Winston war perfekt. Deutschland ist Europameister der Journalisten. Ein sensationeller Erfolg für das Team von Kapitän Klaus Pastor. Wir haben eine perfekte Performance hingelegt, auf dem Golfplatz, abseits des Golfplatzes. Wir werden heute Abend bei der Siegerehrung noch das Tüpfelchen aufs I setzen. Die Nacht der Sieger im Schloss Basthorst bildete den krönenden Abschluss der unvergesslichen Tage von Schwerin. Mit den Preisträgern in den Einzel- und Teamwertungen sowie dem Dank für die herausragende Organisation der Titelkämpfe. Wir sind natürlich sehr stolz, dass 110 Journalisten bei uns waren und geschaut haben, wie es bei uns in Mecklenburg aussieht auf den Golfplätzen. Und jeder ist glücklich, jeder ist zufrieden. Bronze ging an die Titelverteidiger aus Österreich. Silber gab es für das starke Team aus Italien. Und dann hieß es Gold für Deutschland. Mit 13 Punkten Vorsprung holt sich der Gastgeber erstmals den Titel. Das gab es noch nie und wurde entsprechend gefeiert. Der Pokal. Europameister.
Ein Titel, den sich auch die Organisatoren und die Sponsoren der 7. European Masters of Golfing Journalists verdient hatten.